So, liebe Golffreunde, heute möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie den E-Coach nutzen können und welche Vorteile er bietet. Am besten gehen Sie auf meiner Webseite auf Online-Buchung und dann bei mir auf Peter buchen. So, und jetzt können Sie sich entweder einmalig neu registrieren, erstmalig, oder einloggen. Das mache ich jetzt. So, und jetzt bin ich im Golftimer-Modul drin und gehe auf den Reiter E-Coach. Und hier sieht man jetzt schon die Bereiche, die der E-Coach enthält. E-Book, Rundenanalyse, Tucker-Test und Content. Das Dialog-Modul ist deaktiviert. Gehen wir zunächst mal auf Content. Content heißt Inhalt und da wird wirklich eine ganze Menge geboten. Das heißt, es gibt Berichte zu verschiedenen, zu allen Schlägen, kann man eigentlich sagen. Also einerseits, wie ich einen Schlag lerne, also zum Beispiel hier das Putten mit genauer Beschreibung, wie die Ansprechposition ist. Zunächst beginnt es häufig mit dem Bereich, in dem der Schlag angewendet wird, der Schläger, wie das Treffen ist, Griffhaltung, Standposition und die Aufschlüsselung der Bewegung für verschiedene Lerntypen. Also sehr anschaulich, wie man sehen kann. Und das können wir jetzt mal hier so beenden. Genau. Und natürlich gibt es auch Videos zu allen Bereichen. Das ist ganz klar. Also beispielsweise, wenn ich hier mal das Chip-Video anspreche. Also eine Hilfe zum Erlernen aller Grundschläge. Sowohl Putt, Chip, Putt, Chip, Pitch. Kurzer Pitch, langer Pitch, Grünbunkerschlag, Fairway-Bunkerschlag, voller Schlag. Und darüber hinaus für fortgeschrittene Spieler Schlagvarianten im kurzen und langen Spiel und seit neuestem Fehler und Korrekturen für alle langen Schläge. Also das heißt gegen Slice, gegen Toppen, gegen fette Schläge, Hook und so weiter und so fort. Also wirklich eine umfassende, volle Inhaltsbasis. Natürlich kann man das Ganze dann auch vergrößern, sodass man das Bild dann in voller Qualität sieht. Okay, das brauchen wir uns nicht ganz anzuschauen. So, welche, also die Schläge, die ich beschrieben habe, sind also Putt, Chip, Putt, Chip, Pitch-Varianten. Wie gesagt, nicht nur das Erlernen der Schläge und der Grundschläge, sondern auch der Schlagvarianten. Und man sieht halt auch hier die ganzen Ursachen, also das heißt Fehlschläge, Slice, Top, Fett. Und was man auch sieht, sind nützliche Infos allgemeiner Art, was zur Schlagtaktik, für mehr Konstanz, für Kurzspieltaktik, was für lange Drives und mentale Stärke notwendig ist, wie Putterfitting aussieht oder eine Saisonvorbereitung. Für Mannschaftsspieler gibt es den Bereich Leistungssteuerung, also wie sieht das Technik aus, das Techniktraining, die Turniervorbereitung und letztendlich natürlich auch so interessante Drills, die ich aufgenommen habe. Also beispielsweise hier der Bodenreaktionskraft-Drill für mehr Schlaglänge und ein leichteres Treffen oder einfach ein Clip für insgesamt längere Drives. Also wirklich ein voller Content, den ich hiermit abschließe und ich gehe zum nächsten Bereich, dem Tucker-Test. Das ist ein Kurzspieltest. Hier können Sie sehen für verschiedene Bereiche, also im kurzen Spiel vom Putten über Chips, kurze Pitches, lange Pitches und Bunkerschläge ein Handicap bekommen. Wie geht das? Nun, ich zeige mal hier einfach ein Ergebnis. Man macht 5 Pitches aus einem bestimmten Bereich und bekommt dann dafür ein Handicap, das auch sehr valide ist. In diesem Falle ist es also so, dass der Spieler 3 Schläge gewonnen hat durch die kurzen Pitches, also das heißt, besser ist, als eigentlich seine Spielstärke erwarten ließe. Bei den langen Pitches sieht das nicht so aus, da verliert er Schläge und so kann man mit wenigen Übungen herausfinden, was man eigentlich trainieren müsste, Zeit sparen und effektiv besser werden. Das gilt auch für die Rundenanalyse. Bei der Rundenanalyse sieht man halt, wo man die Schläge verliert, ob man halt rechts oder links
kurz oder lang ist, aus welchem Bereich da die Probleme entstehen, also mehr aus dem Abschlagsbereich, Transportschlag, Raffschlag, mehr im kurzen Spiel oder bei den Patz oder bei den Strafschlägen, sieht die Verteilung der Schläge und hat so gute Ansatzpunkte, wo man eigentlich sich verbessern kann und wie man trainieren sollte. Und last but not least, das E-Book. Hier haben Sie die Möglichkeiten, eigene Videos auch hochzuladen. Wenn es also mal besonders gut läuft, dass Sie einfach mal das Video hochladen und dann Ihre Eindrücke damit festhalten. Oder wenn es halt nicht so läuft, um einfach dann auch mal eine andere Meinung zu hören dazu. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen da einen guten Überblick geben. Also wie gesagt, der E-Coach ist wirklich sehr umfassend. Ich bin sicher, er wird Ihnen helfen. Das Feedback ist ausgesprochen gut. Und er kostet nicht viel. Probieren Sie es doch einfach aus. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. In diesem Sinne, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.